heiße Alexandra Pollack und vertrete die Global Lab Stiftung. Am Anfang möchte ich mich ganz herzlich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung bedanken. Ohne die Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung würden wir diese Debatte nicht durchführen können. Insbesondere bedanke ich mich bei Joanna Andrychowicz-Skrzeba und bei der Dominika Kmerek, die Geschäftsführerin der Global Lab Stiftung. Schon am Anfang möchte ich den Dolmetschern danken, Monika Korzycka und Jarosław Sobczak, die heutzutage das auf Deutsch und Englisch dolmetschen. Und bevor ich unsere Panelistinnen heute vorstelle, möchte ich Dr. Ernst Hillebrand hier begrüßen und ich möchte Sie bitten, kurz das Wort zu ergreifen als Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Warschau. Ja, vielen Dank, Frau Pollack. Herzliche Grüße auch von meiner Seite im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Global Lab für die Zusammenarbeit bei dieser interessanten Konferenz. Ist ein wichtiges Thema, aber ist ein Thema, das uns, glaube ich, von Anfang an, wie die Pandemie begonnen hat, wie der Lockdown begonnen hat, sehr beschäftigt hat und auch vermutlich weiterhin beschäftigen wird. Ich persönlich bin ja da eher optimistisch. Ich glaube, dass dieser Sprung der Digitalisierung, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, die Infragestellung auch von gewohnten Arbeitsroutinen, die Infragestellung von gewohnten Arbeitszeitmustern, von Präsenzpflichten, dass darin auch eine Chance für ein bisschen autonomeres Gestalten von Arbeit besteht. Und dass dieses alte Dilemma zwischen Kinderbetreuung, Arbeit, Berufstätigkeit in Zukunft vielleicht ein bisschen flexibler gehandhabt werden kann. Und dann hätte diese ganze Entwicklung durchaus auch was Positives für viele Menschen gehabt. Also insofern, glaube ich, macht Sinn, nicht nur die Probleme zu sehen, die sicherlich vorhanden sind, sondern auch die Chance zu sehen, die in diesen veränderten Wahrnehmungen von Arbeitszeit, Arbeitsplatz in den letzten Monaten entstanden ist. Und ich freue mich auf die Debatte und ich bedanke mich bei den Organisatoren und natürlich bei den Panelisten, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns dieses Thema zu diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt möchte ich unsere hervorragenden Panelistinnen vorstellen. Carolina Andrian, Gründerin und Geschäftsführerin der Stiftung Share the Care. Das ist eine Stiftung, die sich dafür einsetzt, dass die Elternpflichten zwischen Mann und Frau gerecht geteilt werden und dass auch Vaterschaftsurlaub von den Vätern in Anspruch genommen wird. Ich möchte auch Dr. Sonja Blum, Politikwissenschaftlerin von der Fernuniversität Hagen, die sich im Bereich öffentliche Politik, Sozialpolitik, Familienpolitik spezialisiert. Schönen guten Tag und Camilla Ferenc, Juristin und Aktivistin im Bereich der Frauenrechte, die mit der Föderation zugunsten der Frauenrechte und gegen die häusliche Gewalt verbunden ist. Der Ausbruch der Corona-Krise, der Lockdown, diese Schließung in unseren Häusern, diese Monate, die hinter uns jetzt sind, in denen wir vom Homeoffice gearbeitet haben oder die Schule gemacht haben, haben unumkehrbar unser Leben verändert. Aber heute möchten wir darüber reden, wie diese ganz besonderen Umstände zum Vorschein gebracht haben, das, was schon tief verwurzelt war, nämlich diese Ungleichheit der Geschlechter in solchen Bereichen wie Arbeitsrecht oder die Teilung der häuslichen Verpflichtungen oder der Elternpflichten. Die Corona-Krise zeigt auch sehr gut die Systemprobleme, die schon seit vielen Jahren anwesend sind, das heißt häusliche Gewalt und wie diese bekämpft werden kann und der Zugang zu der gesundheitlichen Hilfe und medizinischen Hilfe und zum Fortpflanzung Gesundheit. Deswegen möchten wir nachdenken, ob diese pandemischen Erfahrungen uns etwas beibringen können, ob wir eine Lektion davon lernen können oder nicht. Am Anfang möchte ich unsere Panelistinnen bitten, eine kurze Einführung zu machen und dann kommen wir in unsere Diskussion. Carolina Adrian macht den Anfang.
Vielen Dank, dass ich hier an diesem Panel mich beteiligen kann. Ich freue mich sehr auf diese Diskussion. Die Stiftung Share the Care ist eine ganz neue Organisation. Wir wurden in der Hälfte des letzten Jahres gegründet und unser Ziel ist es wirklich, wie Alexandra das schon gesagt hat, Polen davon zu überzeugen, dass Elternzeit auch Männer, das heißt der Vater manchmal nehmen kann und dass man diese Pflichten, die Betreuung der Kinder auch mit der Partnerin teilen kann. Wir möchten das auf eine positive Art und Weise machen, dass wir die Polen davon überzeugen, dass man das so machen kann, dass wir Polen auch auf die Einführung der Richtlinie Work-Life-Balance vorbereitet, dass eigentlich auch Männer 2 Monate Elternzeit nehmen sollen, dass Polen auch darauf offen sind, dass sie diese Vorteile sehen. Wir sehen diese Vorteile schon, dass es bestimmt profitabel für alle ist. Und vielleicht könnte ich ganz kurz sagen, wie das sieht in Polen aus. Vor der Corona-Krise Elternurlaub haben so ungefähr 1% Männer pro Jahr genommen. 2 Wochen, die normalerweise mit einer Lohnfortzahlung von 100% verbunden sind, dann sogar 50% nehmen das in Anspruch. Aber das sind alles Daten, die wir von der polnischen Sozialversicherungsanstalt erhalten haben. Diejenigen, die Mutterschaftsgelder in Anspruch genommen haben, sind in diesen Statistiken schon berücksichtigt. Aber es gibt sehr viele Männer, die kein Mutterschaftsgeld bekommen, weil sie keinen Arbeitsvertrag hatten. Und das bedeutet, dass sie auch keinen Anspruch auf Mutterschaftsgeld haben. Und die werden in diesen Statistiken dann nicht berücksichtigt. Wir haben einen Leitfaden herausgegeben zum Thema 50-50% Mann und Frau, das ist gut für alle. Und wir haben Polen auch bei dieser Umfrage gefragt, welche Hindernisse oder welche Vorteile die polnische Bevölkerung in diesem Bereich sehen. Und bei dieser Umfrage haben wir festgestellt, 13% der polnischen Männer nehmen die Elternzeiten in Anspruch. Das heißt, vielleicht beziehen sie kein Mutterschaftsgeld, weil sie diesen Anspruch nicht haben, aber die bleiben zu Hause und betreuen ihre Kinder. Vielleicht 4 Gründe könnte ich angeben, warum die polnischen Männer das nur so wenig in Anspruch nehmen. Erstens Finanzgründe. Die finanzielle Situation macht es nicht möglich, dass man sich so einen Elternurlaub leistet. Der 2. Grund, meine Frau wollte das nicht zulassen und war damit nicht einverstanden. Das bedeutet, unsere Stiftung arbeitet auch mit Frauen zusammen, nicht nur mit Männern, weil das die Frauen sind, die das manchmal einfach sich nicht wünschen. Der 3. Grund, die Männer haben Angst, dass sie dann ihren Job verlieren und dass es bei ihrem Arbeitsplatz nicht gut anerkannt wird und nicht gut ankommt. Und das zeigt wiederum, wie wichtig die Arbeitgeber in diesem ganzen Bereich sind. Im März haben wir mit der Corona-Krise zu tun und dann ist alles anders geworden. Wir haben schon ein bisschen Daten darüber, wie es bis Ende Mai gewesen war. Die Nutzung des Vaterschaftsurlaubs haben bis Mai im Vergleich zum letzten Jahr 4.000 mehr Männer in Anspruch genommen, 40% mehr. Und der längere Urlaub, das haben weniger Männer in Anspruch genommen. Dieser Zuwachs bei dem Vaterschaftsurlaub und der kleinere Zuwachs bei den anderen Möglichkeiten ergibt sich daraus, dass die Elternzeit bedeutet auch Schutz vor Kündigung. Während der Krise haben sehr viele Firmen ihre Arbeitnehmer einfach entlassen wollen oder in Erholungsurlaub geschickt. Wenn man Elternzeit in Anspruch nimmt, wird man geschützt und verliert man den Job nicht. Sehr viele Männer, die auch im Unternehmen, in unterschiedlichen Unternehmen arbeiten, ihre Jobs sind nicht so sicher wie zum Beispiel im öffentlichen Bereich. Im Privatbereich ist die Bedrohung, den Job zu verlieren, ziemlich hoch.
Und auch das finanzielle Argument wird immer weniger wichtig. Wenn man die Angst hat, dass man den Job vollständig verliert, denkt man, besser nehme ich schon die Elternzeit und dann kann ich mindestens sicher sein, dass ich den Job nicht verliere, weil ich den Rechtsschutz genießen kann. Und jetzt haben wir einen Punkt, der für uns alle sehr wichtig ist. Erstens die Corona-Krise, die Erfahrungen, die damit verbunden sind, die Erfahrungen mit der Betreuung der Kinder und das alles, was damit verbunden ist, das heißt alle Pflichten, die zu Hause zu erledigen sind, ist ziemlich schwer für Männer zu bewältigen. Das heißt, wir sind immer noch optimistisch. Aber es ist einfach so, dass in Polen die meisten Dinge, Pflichten zu Hause von den Frauen bewältigt werden. Auch in der Corona-Krise war das der Fall. Aber schon die Tatsache, dass einige Männer sich entschieden haben, Elternzeit zu nehmen und dass sie doch zu Hause geblieben sind, haben vielleicht verstanden, auch gleichzeitig, was das alles bedeutet, wie sie sich bemühen müssen, um hier eine entsprechende Arbeit zu leisten und können dann besser schätzen, welche Arbeit die Frauen zu Hause zu leisten haben. Und noch ein Punkt, der hier von Herrn Hillebrand angesprochen wurde, das heißt diese Effektivität der Online-Arbeit aus dem Homeoffice und diese hybride Verbindung von unterschiedlichen Arbeitsverfahren. Das ist das wichtigste Problem der Frauen, die nach der Elternzeit, nach dem Mutterschaftsurlaub zurück in die Arbeit kommen. Jetzt in dieser Online-Arbeit haben wir mehr Flexibilität, haben das besser verbinden können. Und inwieweit kann diese hybride Arbeit als effizient bewertet werden und ob das mit uns weiter auch nach der Corona-Krise bleibt und wir machen das weiter so. Oder, und wir können diese Freiheit, unsere eigene Zeit, auch Arbeitszeit zu gestalten, wissen wir richtig zu nutzen? Inwieweit sind wir fähig dazu? Oder inwieweit kommen wir dazu zurück, was wir noch vor der Krise hatten? Wir in unserer Stiftung sind der Meinung, dass wir dadurch wirklich einen Anreiz bekommen, dass wir mehr verstehen, dass man das teilen kann, dass man alle Pflichten zu Hause in der Kinderbetreuung mit dem Partner teilen kann. Es wird auch einfacher für Männer sein, diese Pflichten teilweise zu übernehmen, weil die jetzt einfach erfahren haben, dass es möglich ist, dass es dem Geschäftsleben und dem Arbeitsleben nicht schadet und dass man einfach so machen kann. Vielen Dank für diesen Beitrag und jetzt möchte ich Frau Dr. Sonja Blum bitten, eine Einführung zu machen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, heute an dieser spannenden Diskussion teilzunehmen. Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht. Einen Moment. So, genau. Und zwar habe ich mich in der Forschung in letzter Zeit eben auch mit den Reaktionen auf die Pandemie in verschiedenen Ländern beschäftigt und insbesondere mit der Frage, wie sind verschiedene Länder vorgegangen mit Blick auf die Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen, also Kitas, Kinderbetreuung und Schulen. Wir haben ja wirklich eine Situation seit Mitte März, wo die einmalig ist, also die wir so in modernen Wohlfahrtsstaaten noch nie erlebt haben. Eine Situation, wo weltweit eben die Kinderbetreuungseinrichtungen und die Schulen geschlossen wurden. Und damit eben einhergehend die Situation, die wir jetzt schon diskutiert haben, dass die Verantwortung für die Kinderbetreuung, für das Homeschooling auch, also bei den Schulkindern, das betreute Homeschooling, komplett auf die Eltern und in die Familien zurück verlagert ist. Also eine unglaubliche Steigerung der Arbeit, die also hier in den Familien zu tun ist. Und das betrifft ja eben nicht nur die Schließung von Kinderbetreuung und von Schulen,
sondern eben auch andere Unterstützungsnetzwerke sind vielleicht komplett zusammengebrochen. Also insbesondere natürlich die Großeltern, die ältere Generation, wo ganz stark dazu aufgefordert wurde, die Großeltern nicht mehr in die Kinderbetreuung und in die Hilfe mit einzubinden, die Großeltern nicht mehr zu sehen, aber vielleicht auch andere Unterstützung, die bestand, also zum Beispiel durch anderes Personal, Babysitter oder Ähnliches, die vielleicht nicht mehr verfügbar waren. Das heißt, in dieser Situation gibt es natürlich diverse Risiken, die wir jetzt auch schon angesprochen haben und die diskutiert wurden. Zum einen mit Blick auf die Kinder natürlich, Gefahr der sozialen Exklusion und auch wachsender Bildungsungleichheiten. Manche Kinder haben mehr Unterstützung natürlich zu Hause bei dem Homeschooling, auch andere technische Voraussetzungen mit Ausstattung durch Laptop, Drucker etc., um am Unterricht teilzunehmen. Andere haben eben schlechtere Bedingungen. Die ganze Frage, die wir hier heute diskutieren, eben der Gleichstellung und zwischen Männern und Frauen, hier haben wir, und das werden wir ja sicher gleich noch mehr diskutieren, hier haben wir also sehr unterschiedliche Ergebnisse. Bis jetzt ist es sozusagen ein vielschichtiges Bild. Auf der einen Seite eben Gefahren, aber was auch schon angesprochen wurde, bestimmte Chancen auch vielleicht, die perspektivisch hiermit verbunden sind. In jedem Fall haben wir eine Situation, wo sowohl für arbeitende Männer als auch, also Mütter als auch Väter, einfach der Druck und die Arbeitsbelastung und die Belastung, Beruf und Familie zu vereinbaren, enorm gestiegen ist. Und hier ist es eben wichtig, wie haben eigentlich die Länder reagiert und inwiefern wurden eigentlich Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen geschlossen. Und ich möchte ja ein bisschen einen internationalen Blick darauf geben. Erstmal ist es so, dass wir wirklich sehr unterschiedliche Reaktionen finden in diesen unmittelbaren Reaktionen auf die Corona-Krise. Wir haben uns also hier angeguckt, inwieweit wurden Betreuungseinrichtungen und Schulen im Alter von bis zu 12 Jahren geschlossen oder nicht. Und das wird ja oft diskutiert und ich denke, wahrscheinlich war es auch in Polen so, dass der Blick zum Teil in andere Länder ging, wie haben andere Länder reagiert. In Deutschland war es so, dass das schwedische Modell zum Beispiel sehr stark diskutiert wurde, auch sehr kritisch diskutiert wurde, aber auch sehr präsent war. Und oft wird es eben dann in den Medien zum Beispiel so diskutiert, manche Länder haben eben die Kitas oder Kinderbetreuung und Schulen geschlossen, zum Beispiel Italien oder in Deutschland war es auch der Fall und andere eben nicht, zum Beispiel Schweden. Tatsächlich ist es aber so, dass wir eigentlich sagen können, dass es hier sehr hybride oder Mischansätze gegeben hat. Also auf der einen Seite so die Frage, wurde geschlossen oder wurde nicht geschlossen und für wie lang blieben Kinderbetreuung und Schulen geschlossen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass es hier also Unterschiede gibt im Grad des universalen Zugangs oder selektiven Zugangs. Das heißt, es ist so, dass es auch Länder gab, in denen bestimmte Gruppen, auch obwohl die Schulen und Kinderbetreuung geschlossen waren, trotzdem noch Zugang erhalten haben und trotzdem die Einrichtungen oder die Betreuung weiter nutzen konnten. Das war also sehr, sehr unterschiedlich und ich möchte hier einen kleinen Überblick geben. Wir haben auf der einen Seite eben sehr einfache oder klare Wege sozusagen, die Länder gewählt haben, zum Beispiel in Schweden. Hier haben wir eben die Situation, dass Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen nicht geschlossen wurden. Umgekehrt ist es so in Italien. Hier haben wir eben die vollständige Schließung ab März und zwar noch bis zum nächsten Schuljahr hinein. Das heißt, erst seit September, jetzt seit 2 Wochen sind die ersten Kinder in Italien. Du kommst wieder auf der Couch, oder? Genau, in Dänemark haben wir die Situation, dass wir eine vollständige Schließung von Schulen hatten, aber dann schon bereits Mitte April wieder vollständig geöffnet wurde. In Norwegen war es so, dass wir auch zuerst eine vollständige Schließung haben. Wir haben nur diese sogenannte Notbetreuung. Ich weiß nicht, inwieweit das in Polen auch der Fall war, aber wir haben sehr viele Länder, wo also eine Notbetreuung es nach wie vor gab. Das heißt, für die sogenannten systemrelevanten Gruppen, Key Workers, wurde es auf Englisch genannt, also das Personal, die in der medizinischen Versorgung oder im Lebensmittelhandel tätig sind, die wirklich sozusagen benötigt wurden. Also sie hatten weiter eben die Möglichkeit, die Kinder in die Kinderbetreuung oder Schulen zu bringen.
jetzt wird es etwas, hier bei diesen Ländern ist es alles etwas mehr durcheinander sozusagen. Das sind eben diese gemischteren Systeme, wo wir ein sehr komplexes Bild finden. Also zum Beispiel in Österreich war es der Fall, wir hatten hier eine sogenannte, oder haben wir genannt, Targeted Closure, also eine zielgruppenspezifische Schließung nur der Kinderbetreuung und der Schulen. Das bedeutet, die Kinderbetreuung und Schulen waren geschlossen, aber die Eltern, die berufstätig waren und keine andere Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder hatten, konnten ihre Kinder nach wie vor in die Einrichtungen bringen. Ähnlich war es zum Beispiel in Belgien der Fall. In Deutschland war es nicht so. Also in Deutschland war es wirklich eine vollständige Schließung und wir finden dann eine teilweise Wiederöffnung für bestimmte Gruppen. Das können zum Beispiel die Gruppen sein, die in sogenannten kritischen Jahrgängen sind, im Bildungsverlauf, also zum Beispiel das letzte Jahr vor der Grundschule oder die Abschlussjahrgänge, die also ihr Abitur machen oder ihre Abschlussprüfung machen. Sie konnten früher wieder in die Schulen kommen. Und wir haben eine teilweise Öffnung. Und das haben wir in ganz vielen Ländern, also in Tschechien beispielsweise auch, in Großbritannien, in Deutschland. Das heißt, wir haben keine vollständige Wiederöffnung, sondern nur eine teilweise Wiederöffnung mit reduzierten Stunden, mit geschlossenen Gruppen. Was ist der Grund dahinter? Also sozusagen, es wird versucht, die Einrichtung wieder zu öffnen, aber eben unter Bedingungen von der Corona-Pandemie. Das heißt, Gruppen werden geteilt, Kinder werden in Schichten zum Beispiel unterrichtet. Das ist zum Teil mit einzelnen Wochentagen oder zum Teil nur wochenweise. Und hier können wir ja eben sehen, dass wenn eben die Einrichtungen nur teilweise wieder geöffnet werden, dass enorme Schwierigkeiten sozusagen nach wie vor in der Vereinbarkeit und für arbeitende Mütter und Väter mit sich bringt. Okay, ein kleiner Ausblick, was ich denke, was einige wichtige Fragen wären. Die eine Frage ist sozusagen, wenn Kinderbetreuung und Schulen geschlossen waren, was für Leistungen wurden dann sozusagen gegeben, um das aufzufangen? Wir haben jetzt schon gehört, in Polen sind Väter auch in Elternzeit gegangen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden und um trotzdem noch eine Geldleistung sozusagen zu haben. In anderen Ländern wurden eben spezielle Sonderurlaube oder bestimmte Elternzeit für Eltern in der Zeit der Corona-Pandemie neu eingeführt. Wir sollten uns anschauen, eben welche Effekte haben diese Kita- und Schulschließungen eben mit Blick auf Geschlechterungleichheiten, aber auch soziale Ungleichheiten. Das ist sicher was wir gleich auch noch diskutieren werden. Und ich denke, jetzt ist es ein wichtiger Zeitpunkt, weil wir gehen jetzt in den Herbst und in den Winter hinein. Und in vielen Ländern ist es so, dass diese Entscheidungen, ob Kinderbetreuung auf Schulen geschlossen werden, nicht mehr national entschieden werden, sondern auf der lokalen Ebene oder auf der regionalen Ebene, je nachdem, wie viele Fälle von Covid-19, wie die Infektionssituation auf der lokalen Ebene oder der regionalen Ebene ist. Aber hier ist noch schwer absehbar, was das genau bedeutet. Auf der einen Seite vielleicht mehr Normalität sozusagen wieder für, weil die Einrichtungen grundsätzlich geschlossen sind. Aber je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt, werden natürlich die Einrichtungen wieder zugemacht. Und wenn es Fälle in den Einrichtungen gibt, werden sie wieder zugemacht. Und wir sehen das in Deutschland im Moment, dass es überall zunimmt in verschiedenen Städten, dass Schulen, einzelne Klassen, Kitas geschlossen werden. Und wir wissen aber sehr wenig darüber jetzt gesamt, wie viele Kinder sind denn eigentlich in Betreuung, wie ist eigentlich die Situation für arbeitende Eltern. Also das ist etwas, wo wir jetzt sozusagen, wenn wir in den Herbst und in den Winter gehen, denke ich, besonders drauf gucken müssen. Ja, soweit von mir. Dankeschön. Super, vielen Dank. Und jetzt hat Camilla Ferenc das Wort. Können Sie mich hören? Ja. Ich bedanke mich für die Einladung und für die Organisation dieser aktuellen Debatte. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Die Pandemie hat uns dazu ermutigt, einige grundlegende Prinzipien zu nennen, die wir vor Augen haben sollen, stets vor Augen haben sollen. Erstens brauchen wir eine neu definierte Antwort
auf die Frage, was sind die Pflichten der öffentlichen Gewalt gegenüber der Bevölkerung, gegenüber der Gesellschaft? Diese Pflichten können sich nicht ausschließlich auf Ad-hoc-Maßnahmen beschränken. Natürlich spielt die Integrität hier und natürlich ist die medizinische Seite sozusagen besonders wichtig, die Isolation und. Aber auf der anderen Seite muss der Staat entsprechend gewappnet sein, um nicht andere Angelegenheiten sozusagen außer Acht zu lassen. Die Verhältnismäßigkeit spielt hier die wichtigste Rolle. Wenn wir, was weiß ich, einen Krieg haben, wenn Bomben vom Himmel runterfallen, dann vergisst man zum Beispiel die Kinos oder die Theater. Aber diese Verhältnismäßigkeit bedeutet hier, dass andere Rechte nur in einem erforderlichen, wirklich erforderlichen Umfang eingeschränkt werden. An einem Beispiel vielleicht. Polen hat sich gekümmert um eine Seite der gesundheitlichen Aspekte und eine andere kam dabei zu kurz. Zum Beispiel Geburten während der Pandemie, vor allem in der Anfangsphase. Die Frauen wurden gezwungen, in Schutzmasken oder in Schutzvisieren die Kinder zur Welt zu bringen. Das kann man sich kaum vorstellen, was für eine Anstrengung das ist. Die Anwesenheit der Familienangehörigen oder der Partner war verboten in der Anfangsphase. Und nach der Geburt, sein neugeborenes Baby, was weiß ich, bei Frühgeburten oder so, da durfte die Mutter nicht im Krankenhaus mit dem Baby bleiben. Und das haben sehr viele Psychologen, Psychologinnen betont, dass das sich negativ, äußerst negativ auswirkt auf verschiedene Traumata, die dann dieses Baby im Erwachsenenleben belasten. Da entsteht so fast sofort so eine Separationsangst, da liegt dieses Baby allein in so einem Brutkasten quasi und so wurde das System in Polen organisiert, in der Anfangsphase der Pandemie. Natürlich dürfen wir nicht zulassen, dass sich Menschen infizieren, natürlich müssen wir die Menschen isolieren, völlig d'accord, aber ob wir das ausgerechnet auf so eine Art und Weise machen müssen, dass dabei auch die Rechte der Neugeborenen, der Frauen, der Familienangehörigen so krass verletzt werden. Also das war ein Beispiel, an dem ich zeigen wollte, dass wir immer einen breiten Fächer von verschiedenen Rechten vor Augen haben sollen. Und ich möchte noch anmerken, dass die Organisation des Krisenmanagements auch andere Bedürfnisse berücksichtigt. Wir sind nicht in der Lage, irgendwie alle begleitenden Krankheiten jetzt vorübergehend zu stoppen oder einzustellen oder die Kinder nicht mehr zur Welt zu bringen in der Pandemie. Also Krisenmanagement muss entsprechend geplant werden mit einem Zeitpuffer und natürlich unter Berücksichtigung der Gleichberechtigung und der Gruppen, die ausgegrenzt sind, die benachteiligt sind. Die Fortpflanzungsgesundheit muss hier ganz einfach gewährleistet werden. Und plötzlich hat sich herausgestellt in der Anfangsphase der Pandemie, dass diese Fortpflanzungsgesundheit sozusagen aus den Augen der Machthabenden verschwand. Das ist nicht nur das polnische Problem, ein polnisches Problem. Die internationale Föderation für Familie
hat dazu berichtet, dass ca. 78% aller Kliniken, die sich auf Fortpflanzungsgesundheit spezialisieren, vorübergehend geschlossen wurde. Irland, England oder Frankreich, da wurden zum Beispiel telemedizinische Leistungen im Bereich der Abtreibung in den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten auf die Beine gestellt. Also ersten Phase, in diesen ersten 3 Monaten, wo die Schwangerschaft, wo der Fötus noch nicht so groß ist, wo der Schwangerschaftsabbruch nicht so kompliziert sei. In Schottland hat man das auch auf diese Art und Weise organisiert. Man hat also mit der Freigabe von bestimmten Substanzen über die Apotheken den sogenannten Hausschwangerschaftsabbruch ermöglicht. Das sind so Beispiele, wie diese Barrieren, wie diese Probleme gemeistert werden können. In Polen sah das anders aus. In der Anfangsphase der Pandemie wurde der Zugang erschwert, zum Beispiel zu Verhütungsmitteln, überhaupt zu den Apotheken, zu bestimmten Untersuchungen. Bei der Fortpflanzungsgesundheit der Frauen hat die Zeit eine sehr große Bedeutung. Verhütungsmittel brauchen wir die ganze Zeit. Wir können plötzlich nicht eine Pause einlegen. Und der Schwangerschaftsabbruch ist nur möglich bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Wenn diese Zeit vorbei ist, wenn wir so eine Situation haben, dass keines der Krankenhäuser, die eigentlich dazu bestimmt wären, dies zu tun, dass keines der Krankenhäuser den Schwangerschaftsabbruch machen will, natürlich in denjenigen Fällen, die zurückgestattet werden von der polnischen Gesundheitsversicherung. Aber die Ärzte waren nicht in der Lage, diesen Fall zu bedienen, wegen der Auflagen im Zusammenhang mit der Pandemie. Dazu kommt noch generell diese negative Einstellung zu Schwangerschaftsabbrüchen in Polen. Und so wird eine Frau gezwungen, ein krankes Kind, wirklich letal krankes Kind zur Welt zu bringen, weil es so administrative Einschränkungen gibt. Und viele Polinnen, die bestimmte Dienstleistungen, medizinische Leistungen nicht in Polen in Anspruch nehmen konnten, die haben ganz einfach nach Möglichkeiten im Ausland gesucht. Und jetzt wurden plötzlich die Grenzen geschlossen. Es stellt sich heraus, dass praktisch 47 Millionen Menschen, 47 Millionen Frauen keinen ausreichenden Zugang haben zu den Schwangerschaftsabbrüchen, was dazu führen kann, dass 7 Millionen ungewollte Kinder zur Welt kommen. Niemand hat mit einem ausreichenden Zeitpuffer daran gedacht. In einem anderen Bereich zum Thema Gleichberechtigung, die ökonomische Seite, die finanzielle Seite, das wissen wir schon seit 2008, seit der letzten Finanzkrise. Das heißt, dass die Krise vor allem diejenigen Gruppen betrifft, die sowieso benachteiligt sind. Das hat man zum Beispiel in polnischen Seniorenheimen gesehen. Da arbeiten vorwiegend Frauen in Polen. Und die Sterblichkeitsraten waren da enorm. Und die fehlenden Schutzmittel, diese Knappheit war offensichtlich. Und das bekamen natürlich die Frauen zu spüren, vor allem, die da eingesetzt werden, die Senioren betreuen. Dazu schreibt zum Beispiel Elżbieta Korolczuk, dass die Krise im Zusammenhang mit der Pandemie vor allem weibliche Berufe betrifft. Das kann man aber auch aus globaler Sicht betrachten. Das Europäische Institut für
die Geschlechtsgleichheit schätzt, dass vor allem Frauen unter prekären Bedingungen arbeiten, 26% der Frauen. Die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation, schätzt, dass 25 Millionen Arbeitsplätze betroffen sind und dass 35 Millionen Menschen dann an der Armutsgrenze leben müssen. Und die meisten davon sind natürlich Frauen im Zusammenhang damit, wie die Fürsorgepflicht organisiert wird, die Betreuung und so weiter und natürlich die Lohn- und Gehaltslücke, geschlechtsbedingte Lohn- und Gehaltslücke, die es immer noch gibt. Und natürlich alleinerziehende Eltern. Die meisten der, eine eindeutige Mehrheit dieser alleinerziehenden Kindern sind natürlich Frauen. Das heißt, jetzt müssen diese alleinerziehenden Frauen beides beherrschen, die Betreuung und parallel dazu noch eine Arbeit. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, an den wir erinnert wurden durch die Pandemie. Wenn wir wollen, dass die öffentliche Politik entsprechend entworfen wird, auf so eine Art und Weise, dass auch die Gleichheit, die Gleichberechtigung berücksichtigt wird, muss man im Voraus sagen, dass das wichtige Kriterien sind. Wenn wir von Anfang an nicht davon ausgehen, dass das wichtig ist, werden derartige Kriterien überhaupt nicht eingebaut in die neuen Vorschriften. Ein Beispiel dazu, häusliche Gewalt in Polen. Statistisch natürlich sind die Opfer der Gewalttaten Männer, und zwar Opfer von anderen Männern, aber bei der häuslichen Gewalt sehen natürlich die Verhältnisse anders aus. Und was passierte in der Pandemie im Bereich der häuslichen Gewalt? Senioren oder Frauen, die mussten zwangsweise jetzt 24 Stunden am Tag die Zeit verbringen mit den Tätern sozusagen. Und die durften nicht mehr, was weiß ich, Frauenhäuser oder andere Einrichtungen dieser Art aufnehmen, weil die zum Beispiel Testergebnisse, negative Covid-Testergebnisse verlangten. Die waren kaum zugänglich, die waren nur entgeltlich zu bekommen und man musste noch abwarten. Also das ganze System funktionierte nicht. Und in der Anfangsphase der Pandemie galten noch nicht diese neuen Vorschriften. Das ist die sogenannte Jobro-Novelle, wo die Polizeibeamten neue Befugnisse erhalten haben, das Opfer von dem Täter mit sofortiger Wirkung zu trennen. Der polnische Ombudsmann hat sich bereits auch dazu geäußert. Da werden Verbote erlassen, da werden Auflagen formuliert, aber dabei müssen benachteiligte Gruppen vor allem in Betracht gezogen werden. Sonst, was weiß ich, sind sie noch der Gefahr ausgesetzt, dass sie eine Strafe bekommen für die Verletzung der Pflichten im Zusammenhang mit den pandemiebedingten Auflagen. Das Europäische Parlament hat sich dazu bereits geäußert. Die Fälle der häuslichen Gewalt erleben wir jetzt viel, viel intensiver, um ein Drittel ungefähr. Litauen auch 20%. Wir haben diese blaue Hotline, das ist diese Hotline für Opfer der häuslichen Gewalt. Sehr, sehr viele Anrufe. Und die Behörden, die dafür zuständig sein sollen, die waren in der Anfangsphase zumindest nicht vorbereitet, weil dieses Problem
von Anfang an nicht als besonders wichtig eingestuft wurde. Selbst in der pandemiefreien Zeit wurden diese Gruppen benachteiligt. Das ist natürlich eine Übertragung quasi der Probleme aus der Zeit vor der Pandemie, aber die Pandemiekrise hat das wirklich jetzt noch stärker betont. Vielen Dank, das wäre alles meinerseits. Ich bin jetzt offen, was unsere Debatte angeht. Möchten die anderen Referentinnen vielleicht ad hoc diese Ausführungen kommentieren? Dies ist nicht der Fall, dann möchte ich eine Frage stellen, Frau Dr. Blum. Hier hat Camila Ferenc eine Frage angesprochen, die ich auch eigentlich anschneiden möchte. Das heißt, die Frage nach dem Einfluss der pandemiebedingten Krise auf die steigende Arbeitslosigkeit und auf die Armutsbedrohung. Diese Armutsbedrohung betrifft vor allem Frauen. Man spricht auch sogar von einer sogenannten Feminisierung der Armut. Und das ist auch damit verbunden, dass es Lohn- und Gehaltslücken gibt, dass die Renten schlechter sind bei den Frauen als bei den Männern. Diese Armutsbedrohung taucht auf schon bei alleinerziehenden Müttern, bei den Rentnerinnen. Und meine Frage in diesem Zusammenhang, wie können Systeme der sozialen Sicherheit Frauen in dieser schwierigen Zeit unterstützen? In der Zeit mit einer wachsenden Armutsbedrohung. Und ich habe hier auch Armutsfälle vor Augen bei Menschen, die arbeiten. Die sind arbeiten, aber die verdienen zu wenig, um ihren Bedarf in eigener Regie abzudecken. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, denke ich, die Sie hier ansprechen. Also es ist ja so, dass in der ersten Phase der Pandemie, denke ich, zum Teil auch noch so ein Optimismus, gerade im Hinblick auf die Share the Care gesehen wurde, also inwieweit übernehmen jetzt hier Männer und Frauen auch Verantwortung für die Sorgearbeit. Und ich denke, das hängt immer zusammen, ja, also die Erwerbsarbeit und die Sorgearbeit dann bei Müttern. Also es war zum Teil ein Optimismus zu hören, weil natürlich jetzt viele Männer und Frauen zu Hause gearbeitet haben. Also die Sache, die schon angesprochen wurde, wurde im Homeoffice gearbeitet, sozusagen Termine sind weggefallen, auch Männer waren zu Hause und das gab natürlich eine neue Chance, sozusagen hier die Arbeit anders zu verteilen. Die Arbeit zwischen, und natürlich wissen wir auch, viele Frauen sind auch in den systemrelevanten Berufen tätig, also im Krankenhaus, in der Pflege, im Lebensmittelhandel und so weiter. Und wir haben hier doch auch eine Aufwertung am Anfang dieser Berufe, dieser oft schlecht bezahlten Berufe gesehen. Also eine Aufwertung, es gab viel Anerkennung, denke ich, in vielen Ländern für diese Arbeiten, die vor allem durch Frauen gemacht wurden, so im März, im April. Die Frage ist aber, neben der Anerkennung, der rhetorischen Anerkennung, inwieweit wird sich das tatsächlich eben übersetzen in bessere Löhne, in bessere Bezahlung. Also das ist eine große, das ist der eine Bereich, eine große Frage, denke ich, für die Zukunft. Inwieweit werden diese Tätigkeiten, diese systemrelevanten Tätigkeiten wirklich besser bezahlt werden? Und was die Aufteilung eben angeht von Sorge und Erwerbsarbeit, wir sehen schon, dass es in einigen Studien Ergebnisse gibt, dass Frauen stärker betroffen zu sein scheinen von Kündigungen in der Corona-Pandemie. Und wir sehen auch, dass Frauen eben eher dazu tendieren, ihre Stunden zu reduzieren, vielleicht
selbst sogar zu kündigen oder nicht wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Wir haben natürlich auch Mütter, die zum Beispiel vorher in Elternzeit waren, die wieder zurückkehren wollten in den Beruf oder die Stunden aufstocken wollten, mehr arbeiten wollten und das jetzt nicht tun werden aufgrund der Corona-Pandemie. Also das sind, glaube ich, Effekte, die wir heute noch gar nicht sehen, aber die eine große Gefahr darstellen. Und eben häufig ist es ja so, dass eben kulturell etc. oder auch aus finanziellen Gründen, Frau Andrian, die Sie auch angesprochen hatten, eben die Mütter doch die Hauptzuständigkeiten primär erstmal die Hauptzuständigen sind. Und in dem Moment, wo unsicher ist, habe ich überhaupt eine Betreuung? Wie sieht es in den nächsten Monaten? Wie sieht es im nächsten halben Jahr? Wie sieht es im nächsten Jahr aus? Werde ich eine sichere Betreuung haben? Glaube ich, dass es eben viele Frauen gibt, die eben auch deswegen das abfedern werden, also aufgrund dieser Unsicherheit und sich zum Beispiel nicht bewerben, nicht wieder aus der Elternzeit zurückkommen, nicht ihre Stunden aufstocken und so weiter, mit allen Effekten für Armut, für ungleiche Einkommen zwischen Männern und Frauen etc., die damit verbunden sind. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Carolina Adrian. Und diese Frage ist auch damit verbunden, worüber wir schon gesprochen haben. Nämlich, ich möchte jetzt zuerst ein paar Statistiken einführen. 90% Frauen und weniger als 2/3 Männer widmen der Kinderbetreuung und der Bildung der Kinder mindestens eine Stunde pro Tag. 82% und 44% Männer gehen den häuslichen Pflichten nach. Nur in 4% Häusern Männer sind häufiger mit der Kinderbetreuung belastet. Und in den meisten Fällen ist eine Frau für die Wäsche und Bügel verantwortlich. 43% Frauen machen Hausaufgaben mit Kindern, viel weniger Männer. Und deswegen möchte ich fragen, die Frage ist an Carolina Andrian zuerst gerichtet, aber ich denke, alle Panelistinnen können hier auch ihre Vorschläge machen. Was können wir also tun, dass wir einerseits die Aktivität der Frauen im Berufsleben unterstützen und dass wir auch dazu beitragen, dass Männer sich mehr in die häuslichen Pflichten zu Hause engagieren und dass wir diese gerechte Teilung haben. Was können wir tun, die wir uns eigentlich immer wieder in unserer Stiftung stellen und wir balancieren einfach zwischen unterschiedlichen Systemveränderungen und Kulturveränderungen, die es gibt. Ich könnte zum Beispiel ein Beispiel anführen. Wenn wir fragen, warum die Partner nicht die Betreuungszeit, die Elternzeit zwischen beiden Partnern aufteilen möchten, die Antwort lautet, wir haben Angst um unser Einkommen. Wir haben eine solche Situation, wo die Frau weniger verdient, also wir müssen auch auf die Finanzen achten, deswegen nur die Frau, dass die Mutterschaftszeit in Anspruch nimmt. Aber wenn das umgekehrt funktioniert, wenn die Frauen mehr verdienen, funktioniert es anders auch nicht. Sehr häufig hören wir auch von Männern, wenn sie Elternzeit oder Elternurlaub mit einer Lohnfortzahlung in Höhe von 100% verbunden wäre, könnten sie mehr diesen Urlaub in Anspruch nehmen. Aber wenn man Länder hat, wo das wirklich so funktioniert, ist es auch nicht so, dass die Männer nicht unbedingt mehr den Urlaub in Anspruch nehmen. Und wir haben auch sehr häufig mit einem zweiten Argument zu tun. Niemand soll sich in unsere Situation zu Hause einmischen. Das ist unsere Entscheidung und niemand soll uns hier empfehlen, was wir zu tun haben. Aber wenn wir länger nachdenken, dann müssen wir einfach zugeben, dass wir nicht daran gewöhnt sind, dass man das alles anders organisieren kann.
Und jetzt möchte ich auch etwas zu der Aufteilung der Pflichten im Hause sagen, dass diese Pflichten vor allem die Frauen belasten. Und dieser anfängliche Optimismus, der herrschte, der am Anfang der Pandemiezeit herrschte, wir haben uns alle gefreut, jetzt können wir unsere Pflichten besser teilen. Und wenn es möglich geworden ist, in die Büros zurückzukommen, dann haben wir festgestellt, dass sehr viele Männer wiederum in ihrem Büro arbeiten, weil sie sich besser konzentrieren können, und Frauen kommen nicht so gerne zurück, weil diese Verpflichtung, Kinder betreuen zu müssen, bleibt bei denen mindestens im Hinterkopf, und die müssen daran denken. Also ich denke, in denjenigen Familien, wo wir eine bessere Partnerschaft hatten und wo man schon früher vor der Krise die unterschiedlichen Pflichten zwischen die Partner aufgeteilt hat, hat das besser funktioniert. Weil normalerweise ist es so, wenn man nach der Partnerschaft fragt, dann würden eigentlich alle Paare sagen, dass sie sehr partnerschaftlich ihre Pflichten untereinander aufteilen. Wenn man das aber näher betrachtet, ist es gar nicht so gerecht aufgeteilt. Und in diesen Häusern, wo wir schon vor der Krise eine partnerschaftliche Aufteilung der Pflichten hatten, hatten wir noch zusätzliche Reflexion. David Koppelmann hat als Psychologe einen Nobelpreis bekommen dafür, dass er beweisen konnte, wenn wir die Schwierigkeit der Arbeit zu bewerten versuchen und selbst diese Arbeit erfahren, können wir besser das einschätzen, wenn wir das selber schon einmal gemacht haben. Wenn man zu Hause bleibt, Kinder betreut oder andere Pflichten wahrnimmt, sieht man, wie schwierig das alles ist und dass man wirklich sehr viel Zeit widmen muss. Und diejenigen Männer, die schon Elternzeit in Anspruch genommen haben, die haben das schon erkannt. Die sagen, die waren sehr zufrieden damit, dass sie Elternzeit gemacht haben, aber die wissen jetzt, wie unterbewertet diese Arbeit zu Hause ist. Dass jemand diese Kinderbetreuung zu Hause macht oder andere Pflichten, denen er nachgehen muss, und wie schwierig, monoton, erschöpfend es ist. Und niemand wird dich dafür loben und dir sagen, dass du schon einen weiteren Monat dieselbe Arbeit machst. Niemand sagt den Lob und spricht den Lob aus. Was können wir also tun, um das abzuändern? Also vielleicht noch etwas. In den Familien, in denen wir keine Partnerschaft vor der Corona-Krise hatten, gab es auch keine gerechte Aufteilung in der Zeit der Corona-Krise. Als es nur möglich geworden ist, in die Arbeit zurückzukommen, dann hat man gleich das in Anspruch genommen. Die Männer konnten wieder zu ihren normalen, in Anführungszeichen, Argumenten zurückkommen. Ich verdiene Geld, um meine Familie Unterhalt zu gewährleisten. Ich muss also zurück in die Arbeit und die Frau bleibt zu Hause. Und ich denke, wir müssen hier entsprechende Forschungen, Umfragen durchführen, um hier ein bisschen mehr davon zu erfahren. Ich möchte hier nicht davon erzählen, dass es einen Zwang geben soll. Menschen sehr häufig weisen darauf hin, dass sie nicht etwas aufgezwungen bekommen wollen. Aber wenn man diese anderen Optionen zeigt, ein bisschen erklärt, dass es manchmal auch Vorteile mit sich bringt, dann kann man wirklich daran denken, dass es möglich ist. Diese ganzen Statistiken in der Kinderbetreuung, da diese ganzen Leitfäden, die geschrieben werden, was macht man in der Elternzeit, das sind alles Dinge, die nur an Frauen gerichtet sind. Nur die Mutter, niemand oder ganz selten wird auch der Mann dabei berücksichtigt. Als ob man davon ausgegangen wäre, dass es nur so bei den Frauen möglich ist. Ja, das ist dieses Problem der unsichtbaren Arbeit der Frauen, die zu Hause geleistet wird, einen hohen Wert für die Wirtschaft hat, wenn man das entsprechend finanziell ausdrücken möchte. Aber aus irgendeinem Grund denken wir nicht, dass man das wirklich so finanziell ausdrücken soll. Und das merkt man überhaupt nicht.
Und jetzt möchte ich Camila fragen. Camila hat bisher darüber erzählt, wie die Isolation wegen Lockdown die häusliche Gewalt gestärkt hatte und wie viele mehr Anmeldungen der häuslichen Gewalt es gegeben hat in der Zeit von Lockdown. Und bestimmt, wenn wir auch keinen Lockdown mehr haben, werden wir die häusliche Gewalt nicht vollständig verschwinden lassen. Wie können wir also die Situation der Gewaltopfer verbessern? Wie können wir wirklich das Recht geltend machen, damit die Opfer wirklich einen Schutz genießen können? Insbesondere in Anbetracht der Ankündigung, dass Polen die Stambul-Konvention gegen Frauengewalt, jetzt das Polen von dieser Konvention zurücktreten möchte. Das ist wirklich eine Ankündigung, das sehr beunruhigend ist. Es gibt eigentlich das ganze Szenario, wie man die häusliche Gewalt bekämpft und dagegen wirkt. Wie also kann man funktionieren, was kann man machen, wenn wir nicht nur die häusliche Gewalt schon haben und diese bekämpfen, aber wie können wir hier eine Prävention einführen? Wenn Probleme, Konflikte schon vorhanden sind, muss man sich nicht von Anfang an trennen. Da kann man versuchen, eine Prävention einführen und hier helfen. Also es ist ja wirklich sehr schwierig, auch das Opfer davon zu überzeugen, dass sie sich von dem Täter trennen kann, wenn es anders nicht geht. Und es gibt eine ganze Reihe von Problemen, was man machen kann, um diese häusliche Gewalt vorzubeugen. Es gibt unterschiedliche Kampagnen, die gemacht werden in der Krisenzeit, ohne die Krisenzeit, auch in der Zeit, in der wir keine Krise haben, ist es notwendig, für öffentliche Mitarbeiter entsprechende Schulungen anzubieten. Und ich meine hier nicht nur Polizeibeamte, sondern auch medizinische Pfleger oder andere Mitarbeiter im medizinischen Bereich, damit die wirklich wissen, wie effektiv alle Vorschriften hier durchzusetzen sind. Was macht man, um wirklich einem Opfer zu helfen, damit es nicht bürokratisch irgendwo landet und Probleme nur weiter abgewälzt werden, sondern dass man wirklich eine reale Hilfe, Unterstützung den Frauen und Kindern, die Opfer der Gewalt sind, leistet. Und hier muss man ein Netzwerk sozusagen stärker machen, das diese Betreuung, Unterstützung anbietet, damit alle klar wissen, wie sie hier das nutzen können. Der Ombudsmann zum Beispiel in Polen hat das Arbeitsministerium in Polen darum gebeten, dass man auf den Seiten des Ministeriums, auf den Webseiten des Ministeriums eine Zusammenstellung, eine Übersicht dessen haben, was ein Gewaltopfer alles eventuell bekommen kann, wo eine Unterkunft möglich wäre, wo man eine Unterstützung, finanzielle Unterstützung kriegen kann. Weil heutzutage ist es einfach so, dass die Opfer einfach alleine gelassen durch die Stadt laufen und versuchen, irgendwelche Hilfe zu finden und haben überhaupt keine Ahnung, wo diese Hilfe zu finden ist. Und wie können Sie reagieren, um sich von dem Täter zu trennen, dass Sie entsprechend von einem Arzt untersucht werden, um dann einen Beweis zu haben, dass Sie wirklich Opfer der Gewalt sind? Und dass man auch entsprechend mehr diese Instrumente nutzt, die den Täter von zu Hause weg schmeißt und nicht die Frau mit den Kindern dazu zwingt, das Haus zu verlassen, um nicht mehr Opfer der Gewalt zu sein. Weil das bedeutet für diese Frau, die den Täter verlässt, dass sie auch dann keine Finanzierungsquelle mehr hat und keine Möglichkeit, diese Kinder zu ernähren. Jetzt haben wir diese neue Fortschrift, die jetzt in der letzten Zeit eingeführt wurde, dass die Polizei gleich den Täter aus dem Haus, wo die häusliche Gewalt stattgefunden hat, rausschmeißen darf. Und früher haben die Polizeibeamten hier nicht
besonders gut reagiert. Die haben immer gesagt, das war eine kleine Streitigkeit unter den Partnern, da muss man überhaupt nicht eingreifen. Wir wissen nicht, ob die Polizeibeamten jetzt besser bereit sind, diese Täter rauszuschmeißen, obwohl sie dieses Recht jetzt besitzen. Und wenn sie das tun, wer finanziert das alles? In dieser Wohnung, aus der die Täter rausgeschmissen wurde, bleibt die Frau mit Kindern alleine und die muss die Miete bezahlen. Und die hat kein Geld, weil der Partner sie ihr verboten hat, einen Job zu finden und zu arbeiten. Also Frauen werden einfach von den Tätern abhängig gemacht. Das wird nicht gemerkt, aber das ist ein großes Problem. Es gibt nicht nur die körperliche Gewalt, sondern auch diese wirtschaftliche Gewalt. Das heißt, die Frau wird davon überzeugt oder dazu gezwungen, keinen Job aufzunehmen, nicht zu arbeiten, zu Hause zu bleiben. Und dann ist sie so wirtschaftlich abhängig, dass sie den Täter überhaupt nicht verlassen kann. Und der Unterhalt für die Frau, für die Kinder muss doch sichergestellt werden. Also dieses ganze System der Unterstützung aus den öffentlichen Mitteln muss effizient sein und vor allem transparent, damit alle wissen, was ihnen zusteht, als welchen Anspruch die überhaupt haben. Und weil das wirklich mehrschichtig und komplex ist und im negativen Sinne sehr raffiniert ist, die Gewalt, muss die Hilfe auch genauso raffiniert und komplex sein. Vielen Dank. Und jetzt haben wir eine Frage von unserem Publikum. Bartosz Rydliński fragt nach guten Praktiken im Hochschulwesen. Haben Sie hier Beispiele aus Polen, Deutschland, wo die Dozentinnen während der Pandemiezeit eine kleinere Arbeitszeit oder weniger Stunden Arbeitszeit hatten? Möchte einer der Panelistinnen hier antworten? Frau Dr. Blum, bitte sehr, möchten Sie was sagen? Ja, sehr gerne. Also wenn ich darf, würde ich noch kurz zu der vorherigen Diskussion etwas sagen und dann im zweiten Teil sozusagen auf die Frage eingehen. Ja? Ist das in Ordnung? Okay, ich wollte auch gerne noch etwas sagen, was ich gerade noch überlegt hatte zu der Diskussion um die Aufteilung von Hausarbeit, also wie teilen Mütter und Väter Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung und Hausarbeit miteinander auf. Also wir wissen schon aus einigen Ländern, ich kann es zum Beispiel aus Deutschland sagen, aus Studien, wir wissen, dass Eltern, dass das Paare gerade vor der Geburt des ersten Kindes oft ganz egalitäre Vorstellungen haben und sich eigentlich wünschen, hier also eine gleichberechtigte Aufteilung zu haben. Das sagen viele junge Paare in Deutschland. Es ändert sich aber mit der Geburt des ersten Kindes. Wir finden eine Retraditionalisierung mit der Geburt des ersten Kindes. Was steckt dahinter und wie kann man das ändern oder beziehungsweise in welchen Ländern funktioniert diese Aufteilung? Also es funktioniert da und wir wissen das ja auch aus den eher nordischen, skandinavischen Ländern, aber auch einige andere. Auch Deutschland hat da einige Fortschritte gemacht. Es funktioniert dann eben wenn es wirklich einen eigenen Rechtsanspruch für die Väter gibt. Also es gibt einen eigenen Rechtsanspruch auf Elternzeit und auf ein Elterngeld. Und das Elterngeld muss eben so hoch sein, wie Sie auch sagen, Frau Andrian, es muss eben so hoch sein, dass ich eben keine signifikanten Einkommensverluste habe, weil oft verdienen eben die Väter nach wie vor mehr. Und das Argument ist, wir können auf dieses Einkommen nicht verzichten. Also es muss wirklich eine hohe Geldleistung sein, 80%, 90% des Einkommens. Und es muss ein eigenes Recht sein. Also es darf nicht übertragbar sein auf die Mutter oder ein Teil des Anspruchs von der Mutter, der dann auf den Vater gegeben wird, sondern wirklich der Vater muss diesen eigenständigen Rechtsanspruch haben. Und ansonsten sozusagen wird dieses Geld geht verloren sozusagen für die Familie. Also nur dann nehmen Väter wirklich diese Monate in Anspruch. Und selbst übrigens in den nordischen Ländern nehmen Väter nur diese Zeit in Anspruch und nur dieses Geld, was wirklich ihr eigenständiger Anspruch ist und was exklusiv für sie reserviert ist. Und hier sehe ich also mit Corona auch eine und der Krise und Wirtschaftskrise auch eine große Gefahr, weil natürlich in dem Moment, wo ich Angst habe, wenn ich jetzt aber in Elternzeit gehe, steigt die Sorge sozusagen, was bedeutet das bei meinem Arbeitgeber, was bedeutet das für Jobverlust,
glaube ich, dass das eben sehr stark diese Erfolge vielleicht auch bei der Väterbeteiligung bedroht. Ich würde schon zustimmen, dass die Digitalisierung und flexiblere Aufteilung, dass das eine große Chance ist. Gerade wenn wir denken, viele haben vielleicht gerade Männer in Berufen, viele Dienstreisen, viele Treffen, viele lange Tage außer Haus. Da glaube ich schon, dass die Digitalisierung da eine große Chance ist. Und wenn eben diese Termine zum Teil wegfallen würden, diese Reisen zum Teil ersetzt würden durch Online-Konferenzen und Meetings, das glaube ich ist eine große Chance auch für die Gleichstellung. Aber wir dürfen auch die sozialen Ungleichheiten hier nicht vergessen, neben den Gender-Ungleichheiten, weil nicht alle in allen Berufen sind diese Möglichkeiten da, nicht alle Bereiche können digitalisiert oder online stattfinden, sondern es gibt natürlich auch Berufe, die müssen einfach in Präsenz stattfinden und da kann Digitalisierung keine Möglichkeit sein. Genau, das war sozusagen der Punkt, das wollte ich noch zu der Diskussion von vorher gerne sagen. Die andere Frage ist, wie gibt es gute Praktiken jetzt speziell im Bereich der Hochschulen? Also mein Eindruck ist schon, wenn Sie jetzt das akademische Personal meinen, dass es viele Länder gab, auch was ich von Kollegen, Kolleginnen gehört habe, für die eigentlich diese Pandemie zum Teil mitten im Semester kam. Also in Deutschland war es so, es waren gerade Semesterferien, keine Vorlesungszeit. Das heißt, es gab auch eine gewisse Vorbereitungszeit, sich also auf den Umstieg auf die Online-Lehre einzustellen und vorzubereiten für das nächste Semester, weil die Vorlesung in Deutschland ging dann erst im April los. Also im März waren einige Wochen Zeit, aber ich weiß aus anderen Ländern, zum Beispiel Niederlande, Belgien, dass wirklich von einer Woche auf die andere hier umgestellt werden musste auf die Online-Lehre. Die Länder, von denen ich weiß, jetzt auch für die nächsten Monate ist wirklich vor allem Online-Lehre mit Zoom und so weiter geplant und gibt es nur in ganz kleinem Umfang wieder Veranstaltungen auf dem Campus in Präsenz. Und ich denke, das ist auch gerade bei denjenigen, die so sehr schnell umsteigen mussten von einer Woche auf die andere, auch eine enorme zusätzliche Arbeitsbelastung ist, weil natürlich viel zusätzlich erarbeitet, umgestellt werden musste. Und mir ist hier nichts bekannt, dass sozusagen es da gute Praktiken gegeben hätte, irgendwie Stunden zu reduzieren oder Seminare zu reduzieren. Also davon habe ich zumindest noch nichts gehört. Vielen Dank. Und wir nähern uns dem Ende unserer Debatte. Möchte ich Sie jetzt kurz zusammenfassen. Wir haben uns hier ausgetauscht, vor allem über negative Folgen der pandemiebedingten Krise. Wir haben auch die Entwicklungen im Bereich der Telearbeit, der Arbeit aus der Ferne. Darüber haben wir uns auch ausgetauscht, dass das zum Beispiel eine Lösung sein kann für Frauen, die irgendwie die Familie und den Beruf unter einen Hut bringen wollen. Gibt es noch andere positive Folgen der Ausnahmesituation, des Ausnahmezustands, in dem wir seit einigen Monaten leben? Haben wir eine Lehre daraus gezogen, im positiven Sinne? Bitte, Carolina hat sich. Ich sitze hier auf der linken Seite sozusagen. Da werde ich das Wort auch als Erste greifen. Ich weiß nicht, es fällt schwer, hier viele positive Seiten der Pandemiekrise zu finden. Man muss schon dazu sagen, dass zum Beispiel Kinder jetzt die Eltern für wesentlich längere Zeiträume für sich haben und nicht sie nur zweimal am Tag sehen. Und
es ist auch klar geworden, wie wichtig eine Betreuungseinrichtung ist, eine Kita oder eine Schule. Das haben jetzt die Eltern, glaube ich, zum ersten Mal seit längerer Zeit realisiert, als sie gesehen haben, wie viele Pflichten damit verbunden sind, Homeschooling zu organisieren auf eine vernünftige Art und Weise. Vielleicht wird sich das in Zukunft übertragen auf Gehaltserhöhungen für Lehrkräfte, für Betreuer und Betreuerinnen in den Kitas und so weiter. Da können bestimmte positive Änderungen auf so eine Art und Weise im Bildungssystem initiiert werden. Natürlich, eine weitere Frage, die sich hier stellt, hängt mit behinderten Kindern zusammen und dem erhöhten Bedarf. Die behinderten Kinder mit Behinderungen spielen hier eine ganz andere Rolle. Das heißt, man muss die Chancen ausgleichen, man muss in einer Bildungs- und gleichzeitig Rehabilitationseinrichtung etwas vernünftig organisieren. Okay, man kann noch Homeschooling machen bei nicht behinderten Kindern, aber bei Kindern mit Behinderungen ist es, glaube ich, kaum möglich. Das heißt, diese Schulungen, die zugleich Reha-Einrichtungen sind für die Kinder mit Behinderungen, die kann man kaum durch Homeschooling ersetzen. Ja, eigentlich wollte ich hier positive Beispiele anführen. Das war kein positives Beispiel. Aber die positive Seite, wir wissen jetzt, die Arbeit der Lehrkräfte, der Betreuerinnen, der Spezialisten zu schätzen, die mit unseren Kindern arbeiten und für eine bessere Zukunft für sie sorgen. Vielen Dank. Frau Dr. Blum, Ihre positiven Ideen, Ihre positiven Beispiele. Ja, also ich denke, ein Bereich ist der ganze Bereich der Digitalisierung. Wir haben jetzt schon angesprochen, vielleicht welche Wirkungen, positiven Wirkungen das haben könnte für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es gibt auch andere Bereiche, wo ich denke, dass die Corona-Krise hier wirklich einen Push für die Digitalisierung gebracht hat, wie es anders kaum zu bewerkstelligen gewesen wäre in so kurzer Zeit. Ich muss sagen, in Deutschland ist es eine starke Diskussion, dass wir also im Bereich der Digitalisierung in vielen Bereichen sehr, sehr hinterherhinken oder nicht sehr stark aufgestellt sind. Beispielsweise, wenn wir auf die Schulen auch gucken. Ich habe jetzt noch mal gelesen, in Dänemark zum Beispiel haben 100% der Schulen, also so ein Breitbandzugang, und in Deutschland nur 30% der Schulen. Viele Lehrer haben keine E-Mail-Adresse, keine professionelle E-Mail-Adresse, können das nur privat organisieren. Es gibt an vielen Schulen keinen, der irgendwie für Digitales und die ganze Computeradministration zuständig wäre. Und da, glaube ich, gab es zwar immer wieder viele Förderprogramme in den letzten Jahren, aber erst jetzt ist der Druck so groß, da wirklich was zu verbessern, weil der Fernunterricht bei den Schulen hat in Deutschland nicht gut funktioniert. Also es gab war sehr unterschiedlich. Manche Schulen, manche Lehrer, die engagiert waren, haben viel gemacht, andere haben wenig gemacht, und man hat wirklich gesehen, das ist ein großes Problem, man ist hier nicht gut aufgestellt. Also da glaube ich, dass sich doch einiges verändern wird durch diese Corona-Krise jetzt, weil einfach der Druck da ist, da was zu tun. Und die andere Sache, denke ich auch, möchte ich mich auch anschließen in Bezug darauf, was man gesehen hat, wo ich hoffe, dass das noch weiter mitgetragen wird und sich auch wirklich dann in konkreten Entscheidungen niederschlägt. Die Frage, wer leistet eigentlich was sozusagen in der Gesellschaft? Das betrifft die Lehrkräfte, Betreuungspersonal, die Schulen, das denke ich auch. Und dann eben auch andere Berufe, wo man plötzlich im März, April gesehen hat, die eher männlich dominierten Berufe, die können vielleicht zum Teil zu Hause arbeiten, aber die Frauen, oder wo viele Frauen
sind in der Pflege, im Lebensmittelhandel, im medizinischen Bereich. Die haben eine ganz andere Anerkennung, zumindest während dieser Zeit bekommen. Allerdings würde ich sagen, jetzt in Deutschland müssen wir jetzt aufpassen, dass das wirklich auch eine tatsächliche Anerkennung eben in den Löhnen und Gehältern und den Arbeitsbedingungen auch sich darin dann widerspiegelt oder darin mündet, weil bis jetzt ist das noch nicht der Fall. Also sozusagen, da ist die Gefahr, dass diese große Rhetorik der Anerkennung dann letztlich nicht zu wirklichen Verbesserungen führt. Und das fände ich was ganz, ganz wichtig wäre. Vielen Dank. Und kurze Zusammenfassung geht jetzt an Frau Camilla Ferenc. Ja, zu den positiven Folgen der pandemiebedingten Krise. Ja, meine beiden Vorrednerinnen haben sich schon dazu geäußert. Die haben eigentlich recht viele Beispiele genannt. Wir wissen jetzt sozusagen die Bemühungen zu schätzen, die man zu Hause braucht, um zum Beispiel Homeschooling zu organisieren. Aber ich glaube, zu den positiven Seiten gehört auch die Tatsache, dass sich plötzlich herausgestellt hat, dass es bestimmte Bereiche gibt, die quasi aus der Ferne bedient werden können. Telemedizin zum Beispiel. Da hat sich herausgestellt, dass in vielen Fällen so eine Leistung aus der Ferne sehr gut funktioniert. Meine privaten Erfahrungen in diesem Bereich, da hat sich sofort herausgestellt, wie viel Zeit ich einsparen konnte bei so einem Arztbesuch, bei so einer digitalen Leistung. Wir haben auch gesehen, wie es sich lohnt, normale, flexible Arbeitsbedingungen anzubieten den Mitarbeitern. Es hat sich herausgestellt, dass wir doch in vielen Fällen aus der Ferne arbeiten können, unter bestimmten Voraussetzungen, und dass man wesentlich mehr erreichen kann, wenn man quasi parallel bestimmte Dinge erledigen kann, was weiß ich, Geschirr spülen irgendwo in der Spülmaschine und parallel dazu E-Mails zu beantworten. Das heißt, dass man bestimmte Sachen miteinander kombinieren kann, ohne negative Folgen für den Arbeitgeber. Und wir haben auch, glaube ich, jetzt ein langsameres Leben Wissen, schätzen gelernt vor allem, kennengelernt, schätzen gelernt. Man muss nicht unbedingt in den Tropen seinen Urlaub verbringen. Plötzlich wird, der lokale Wald in der Nähe zur Luxusware. Und ich bin auch beeindruckt, wie stark sich die Aktivitäten Bürgerinnen und Bürger entwickelt haben. Es gab so zwei schreckliche Gesetzentwürfe in Polen. Zum Beispiel in Polen Schwangerschaftsverbot in praktisch allen Fällen, auch in medizinisch bedingten Fällen. Und auch Verbot Sexualkunde in polnischen Schulen einzuführen. Und diese Gesetzentwürfe wurden im Sejm, im polnischen Parlament besprochen. Die wurden da in den einzelnen Phasen der gesetzgeberischen Prozesse befanden sich diese Gesetzentwürfe. Und die polnische Bevölkerung hat trotz der Pandemie Wege gefunden, um dagegen zu protestieren. Und auch die Organisation der Geburten in der Pandemiezeit, da haben entsprechende Gruppen Druck ausgeübt mit Unterstützung der Nichtregierungsorganisationen. Und es ist ihnen gelungen,
die Postulate an die Entscheidungsträger weiterzuleiten. An dem gleichen Beispiel kann man noch dazu sagen, dass der gesunde Menschenverstand manchmal wichtiger ist als eine starre Auslegung der Vorschriften. Wenn wir über Pandemie sprechen, dann sollen wir uns darauf konzentrieren, dass alle Einrichtungen mit Schutzmitteln, mit Schutzutensilien ausreichend versorgt werden. Und das kann nicht darin bestehen, dass wir den Partner der Frau, die gleich ein Kind zur Welt bringen will, dass er nicht reingelassen wird, um die Frau zu begleiten. Das ist, glaube ich, auch eine Lehre. Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und gesunder Menschenverstand. So viel meinerseits. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du diese Aktivitäten, diese Bottom-up-Bewegung in Polen angesprochen hast. Das war nicht nur in Polen zu sehen, in vielen Bundesstaaten in den USA. Auch da hat man zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche verweigert. In Argentinien zum Beispiel wurde ein Gesetz nicht verabschiedet, also ein historisches Gesetz, würde ich dazu sagen, dass die Schwangerschaftsabbrüche möglich machen würde. Das heißt, man kann auch in anderen Rechtsakten Regelungen verstecken, die aus Sicht der Fortpflanzungsgesundheit negative Auswirkungen haben. Wir müssen also wach bleiben, auf dem Laufenden bleiben. Und in der Anfangsphase der Pandemie gab es einen populären Pressebeitrag, ob die Pandemie eine Katastrophe für den Feminismus sein wird. Ja, da können wir nur hoffen, dass dies nicht der Fall sein wird und dass wir den Test für die Gleichberechtigung bestehen können und dass wir die Lage insofern meistern können, dass wir jetzt bessere Ergebnisse erzielen im Bereich der Gleichberechtigung. Ich bedanke mich bei allen Panelisten, bei Caroline Adrian, bei Sonja Blum und bei Camilla Ferenc. Ja, das war nicht nur die Stiftung für Familienplanung, ja. Und ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden, die unsere Debatte gesehen und gehört haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann bedanken sich die Leute.